Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the previous lesson, you learned what is endeklination. In this lesson, you'll be learning a few prepositions that are used with the genitive case. We'll be doing a few examples for each one of them, and in the end, there'll be a small exercise. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 9. Genitivpräpositionen. Wegen, trotz, während. Es gibt viele andere Präpositionen mit Genitiv. Aber jetzt ist es wichtig, diese drei zu lernen. So, hier sind ein paar Beispiele. Während der Präsentation war ich selbstsicher. Hier ist während die Genitivpräposition. Das nächste Beispiel ist: Wegen der Hitzewelle bleiben wir zu Hause. Und hier ist noch ein Beispiel. Ich habe trotz des schlechten Wetters einen Spaziergang gemacht. Jetzt schauen wir uns die erste Präposition an. Wegen. Wegen beantwortet die Frage warum, genauso wie die Konjunktion weil. Und hier ist der erste Satz. Die Party wurde wegen des Regens verschoben. Die Party ist Nominativsubjekt und wegen des Regens ist präpositionales Objekt mit der Genitivpräposition wegen. Weil wegen eine Genitivpräposition ist, schreiben wir statt der Regen des Regens. Wenn du Genitiv wiederholen willst, kannst du gern unser Video darüber sehen. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Hier ist das zweite Beispiel. Wegen seiner Erfahrung haben wir ihn um Rat gebeten. So, egal, ob wir Definitartikel, Indefinitartikel oder Possessivartikel nach der Präposition haben, sie bekommen alle Genitivendungen. Hier ist noch ein Beispiel. Wegen eines Unfalls hat die Polizei die Straße gesperrt. Sätze mit wegen geben eine Begründung. In manchen Fällen benutzt man überhaupt kein Artikel. Zum Beispiel, mein Flug wurde wegen Schnee umgeleitet. Und weil hier kein Artikel ist, benutzt man hier keine Genitivendung bei den Nomen in Maskulin oder Neutrum. Hier ist noch ein Beispiel. Wegen Umbau geschlossen. Auch hier, wo man keinen richtigen Satz hat, sieht man keinen Artikel und keine Genitivendung fürs Nomen. Jetzt schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wegen unserer Kinder können wir nicht zur Party gehen. Wenn wir hier einen Artikel haben, zum Beispiel in diesem Fall ein Possessivartikel, unsere, dann benutzen wir mit wegen Genitivartikel. Aber wenn der Artikel überhaupt fehlt, zum Beispiel wegen Kindern können wir nicht zur Party gehen, benutzt man in diesem Fall Dativ. Das heißt, die Pluralform Kinder bekommt eine Dativendung N, Kindern. So with a noun in plural, you will use wegen with genitive whenever there is an article. This article can be definite, indefinite or a possessive article. But if the article is missing, then the plural noun will get a dative ending, that is N. Kinder will change to Kindern, Leute will change to Leuten, etc. You can also use this preposition with dative in the spoken language. Wegen dem schlechten Wetter ist alles geschlossen. Das ist aber nur in der gesprochenen Sprache.
Hier ist noch ein Beispiel. Wegen ihm habe ich den Zug verpasst. Also man benutzt mit wegen Dativpersonalpronomen. Manchmal steht wegen auch nach dem Nomen, zum Beispiel: Warum hast du das gemacht? Der Freundschaft wegen. Aber das ist auch nur in der gesprochenen Sprache. Die nächste Präposition ist während. Diese Präposition benutzt man auch als eine Konjunktion. Aber wir lernen, wie man während als eine Genitivpräposition benutzt. Und hier ist der erste Satz. Sie haben während des Krieges im Ausland gewohnt. Sie ist das Nominativsubjekt und während des Krieges ist präpositionales Objekt mit Genitivpräposition. Weil während eine Genitivpräposition ist, schreiben wir statt der Krieg des Krieges. Hier ist noch ein Beispiel. Es hat während des ganzen Urlaubs geregnet. Sätze mit während zeigen, dass zwei Prozesse oder zwei Sachen nebeneinander stattfinden. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Während des Unterrichts ist sie eingeschlafen. So egal, ob wir Definit, Indefinit oder Possessivartikel haben, mit während benutzen wir immer den Genitivartikel. Aber bei den Pluralformen gibt es eine Ausnahme. Während der letzten 10 Monate hat er viel Deutsch gelernt. So genauso wie bei der Präposition wegen. Wenn wir hier keinen Artikel haben, dann benutzt man Dativplural. Während 10 Monaten hat er viel Deutsch gelernt. Und auch in der gesprochenen Sprache kann man mit während Dativartikel benutzen. Zum Beispiel: Während dem Konzert hat er einen Anruf bekommen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Genitivpräposition. Trotz. Wir haben in der A2 schon gelernt, wie man trotzdem als eine Konjunktion benutzt. Jetzt lernen wir, wie man trotz als eine Genitivpräposition benutzt. Und hier ist der erste Satz. Sie ist trotz des Unwetters zur Arbeit gegangen. In diesem Satz, sie ist Nominativsubjekt. Trotz des Unterrichts ist das präpositionale Objekt mit Genitivpräposition trotz. Weil das eine Genitivpräposition ist, benutzt man Genitivartikel und Nomen bekommt eine Genitivendung. So, statt das Unwetter schreiben wir des Unwetters. Hier ist ein anderes Beispiel. Trotz der Kälte will ich ein Eis essen. Sätze mit trotz zeigen etwas Unerwartetes. So, hier ist noch ein Beispiel. Er ist trotz einer Warnung ins Wasser gesprungen. So egal, ob wir Definit, Indefinit oder Possessivartikel haben, benutzt man mit der Präposition trotz den Genitiv. Aber bei Plural gibt es eine Ausnahme, genauso wie bei den Präpositionen wegen und während. Trotz der vielen Beweise hat die Polizei den Verdächtigen nicht festgenommen. Weil wir hier den Artikel haben, benutzt man mit trotz Genitiv. Aber wenn es keinen Artikel gibt, dann benutzt man mit trotz Pluralendung. Trotz Beweisen hat die Polizei den Verdächtigen nicht festgenommen. Auch in der gesprochenen Sprache kann man mit trotz Dativ benutzen. Zum Beispiel: Trotz heftigem Regen spielt er Fußball. Trotz kann man auch ohne Artikel benutzen, aber sehr selten.
trotz Umbau begehbar. In diesem Fall hat man keinen Artikel und auch keine Genitivendung bei dem Nomen. Sehr schön, jetzt machen wir eine kleine Übung. Ergänze bitte die richtige Präposition. Wegen, trotz oder während. Hier ist der erste Satz. Und die richtige Antwort ist: Trotz der Grippe ging der Schüler in die Schule. Und hier ist der zweite Satz. Die Antwort ist: Während des Urlaubs gab es einen Unfall. Hier ist der letzte Satz. Und die Antwort ist: Wegen meines kranken Kindes bleibe ich zu Hause. Hope you enjoyed this lesson. If you want to practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!